In ihrer Zeit fiel ja auch, Sie haben es schon angesprochen, die Balkankriege, die eigentlich erste große Fluchtbewegung innerhalb Ja, Europas. ja. Und natürlich auch das, was wir heute als ersten Asylkompromiss zwischen der damaligen Regierung Kohl und der Sozialdemokratie unter Björn Engholm, damals noch als Bundesvorsitzender der SPD, hatte. Waren Sie da eingebunden in diese Debatten zum Asylkompromiss? Haben Sie den damals auch befürwortet? Wie war Ihre Haltung dazu? Natürlich war ich eingebunden, wie alle eingebunden waren, nicht? Das wurde ja rauf und runter diskutiert. Und ich hatte mir überlegt, was ich machen soll, aber eigentlich nicht sehr gründlich, weil ich fand, ich hatte etwas dagegen, dass der einzige Paragraph im Grundgesetz, der sich mit anderen befasst und nicht nur mit uns selber, dass der nun quasi weg sollte. Und es gab ja lange Diskussionen. Und aus heutiger Sicht denke ich, es war ein bisschen geschummelt, nicht, dass der Paragraph erhalten blieb, scheußlich lange Erklärungen kriegte, statt sich ehrlich zu machen und reinzuschreiben, gilt nach Maßgabe der Gesetze oder sowas. Ja? Also ich habe dagegen gestimmt und habe das in der vorangegangenen Fraktionssitzung, die war Dienstag, und Donnerstag fand diese große Abstimmung unter Polizeischutz, und das war eine wahnsinnige Geschichte. Wir wurden zum Teil mit Hubschraubern zum Parlament geflogen. Habe ich in der Fraktion gesagt, ich will nur sagen, ich stimme dagegen. Und der Fraktionsvorsitzende sagte, also Sie ausgerechnet und Ausländerbeauftragte, ja, dann bitte gehen Sie raus ans nächste Telefon und rufen Sie den Bundeskanzler an, der sollte das von Ihnen wissen. Habe ich gemacht, meine Knie waren ein bisschen weich, aber ich habe eine interessante Lehre daraus gezogen. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte Ihnen sagen, ich kann nicht zustimmen. Warum können Sie nicht? Sag ich, aus dem Bauch habe ich das gesagt, weil meine Eltern sich im Grabe umdrehen würden. Aha, was haben denn Ihre Eltern gemacht? Da habe ich gesagt, Sie haben sehr viel jüdisches Leben gerettet. Aha, gut, danke, dass Sie es mir gesagt haben. Ich habe nie wieder deswegen Ärger mit ihm gehabt. Nie. Also, dass manchmal eine ehrliche Einschätzung gut ist, ja, dass man das, man soll manchmal Mut haben, auch wenn es schwierig ist. So war das. Ich war nicht die Einzige im Übrigen.